Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute ausnahmsweise aus luftiger Höhe. Denn das Ereignis, von dem heute fast alle Welt spricht und über das wir ausführlich berichten werden in dieser Abendschau am Samstag, das lässt sich wohl am besten von oben beobachten. Viele haben ja im Vorfeld gesagt, das schafft ihr nie. Es sind dann über 250.000 Menschen geworden. Das war für uns alle wirklich völlig unerwartet in dieser Größenordnung. Das ist sicher eine neue Demonstrationsform, die alle, auch die Sicherheitsbehörden, vor neue Aufgaben stellt. Das ist natürlich jetzt rein logistisch schon eine Herausforderung. Die Demonstrationsteilnehmer an der Menschenkette sind mit Hunderten von Bussen zu den einzelnen Orten gebracht worden und insgesamt waren es 48 Sonderzüge. An die Opfer der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki wird kaum noch gedacht. Es gab ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Deutschland sehr heftige Diskussionen um die Nachrüstung, also die Aufstellung von Mittelstreckenraketen, Pershing 2 und Cruise Missile. Die Friedensbewegung ist in diesen Jahren sehr stark angewachsen. Es war die große Sorge, dass dieses Wettrüsten mit dem Warschauer Pakt zu Atomkrieg hier führen könnte in Europa. Es war tatsächlich eine reale Sorge. Die Menschheit hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Fähigkeit, sich selbst zu vernichten. Die Friedensbewegung war ja damals auch sehr heterogen. Es waren sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, politische Gruppierungen, christliche Gruppierungen, die sich hier in der Friedensbewegung zusammengefunden haben. Und es war sehr schwierig, da einen Konsens zu finden über die richtigen Aktionsformen. Es war sicherlich der Höhepunkt der Friedensbewegung. Wenn man es mittelfristig sieht, hat die Menschenkette die ganzen Aktionen der Friedensbewegung sicherlich dazu beigetragen, den Ost-West-Konflikt zu entschärfen. Viele Menschen erinnern sich heute, 35 Jahre später, noch daran, wo sie gestanden sind. Und es ist eine sehr deutliche, aber wohl auch sehr sympathische Form des Protests.